In der fünften Klasse, in der sechsten Klasse weiß man noch nie so genau, mache ich jetzt Abi, mache ich nicht Abi, mache ich einen Realschulabschluss. Und auf der Gesamtschule hatte man eben die Möglichkeit, sich erstmal so ein bisschen freier zu entfalten und erstmal seinen Platz zu finden. Ich bin Leona Seifert und ich bin hier die Schülersprecherin an der Willi Fehrmann Gesamtschule. Dass starke Kinder und schwache Kinder zusammen in einer Klasse sitzen, hat für meine Kinder große Vorteile gehabt. Und ich finde eben dieses soziale Miteinander hier besonders toll. Ich bin Jonas Hermsen und bin hier an der Schule der stellvertretende Schülersprecher. Wir haben so eine extra AG hier an der Schule, die heißt Kreativ-Lab. Da kann man zum Beispiel an Wettbewerben mitmachen oder mit einem Lego-Roboter rumspielen oder auch einen Pullover bedrucken. Zum Beispiel haben wir einen Laser-Cutter aus einem 3D-Drucker, kann man sich da was ausdrucken lassen. Bei den Sprachen wird natürlich auch darauf geachtet, dass es ein sehr lockerer Umgang ist und es ist eben ein sehr interaktiver Unterricht. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Schule bei der Willi Fehrmann Gesamtschule. Wir haben vier Teile, so aus Deutsch natürlich, Niederlands, Spanisch und Latein. Bienvenido a nuestra escuela. Yo hablo alemán, inglés y español y nederlands. Ja, der Schulhund, der ist einfach da ein bisschen dazu da, die Schüler zu motivieren und dass sie eben auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein entwickeln. Die Schüler konzentrieren sich besser, sind leiser und gestalten den Unterricht halt nochmal anders. Man lernt in der Schule nochmal ganz anders kochen, als wenn man das zu Hause lernen würde. Ja, in Hauswirtschaft lernt man auch so ein Stück weit selbstständig Sachen zu entscheiden, da mal ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Wir haben eine Medienausleihe. Wenn jemand sein mobiles Endgerät gerade nicht zur Verfügung hat oder generell keins hat, dann kann er das eben nutzen und hat so die Möglichkeit, auch im Unterricht mit Word, Excel, PowerPoint zu arbeiten. Wir sind natürlich eine Medienschule, basieren auch unseren Unterricht sehr darauf. Wir haben Smartboards in allen möglichen Räumen, wir haben Beamer. Das ist bei uns normal. Und das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass wir hier mit elektronischen Geräten arbeiten. Die Technik ist hier an der Schule sehr für die Zukunft bestimmt. Mit den Lehrern, mit den Schülern, mit der kompletten Klasse lernt man die neue Technik auf Augenhöhe kennen. In Technik wird halt der Umgang mit den richtigen Fachwerkzeugen dargestellt. Wir haben hier an der Schule viele Werkzeuge, die man halt zu Hause normal so nicht mitbekommt. Ein weiteres Wahlpflichtfach hier an der Schule ist Informatik. Da wird uns gezeigt, wie man halt heutzutage mit den modernen Medien klarkommt. Wir haben eine sehr multifunktionale Sporthalle zur Verfügung. Hat man die Möglichkeit, Hockey zu spielen, Volleyball, Federball. Da haben die Lehrer und die Schüler auch eine große Auswahl, um die Schüler für Sport zu begeistern. Also in der Mensa gibt es eben den Bistroverkauf. In der ersten Pause werden Brötchen verkauft. In der zweiten Pause werden nochmal so kleine Snacks angeboten. Die machen einen tollen Job. Also das Essen ist super und es ist einfach immer eine freundliche Atmosphäre da. In der Oase, das ist eben genau, was eine Oase eigentlich ist. Man kann sich da erholen, wenn es einem gerade nicht so gut geht, wenn man gerade mal ein bisschen Gesprächsbedarf hat. Wenn man dann merkt, okay, da bräuchte ich vielleicht ein bisschen mehr Hilfe, dann kann man eben zu den Schulsozialarbeiterinnen gehen. Dadurch, dass wir einfach unglaublich viele Schüler sind, haben wir die Möglichkeit, auch ganz verschiedene Schüler an die Hand zu nehmen. Wir sind auch eine sehr bunte Schule. Wir haben Schüler von allen möglichen Herkünften und man lernt voneinander, man lernt miteinander. Man lernt einfach ganz toll miteinander umzugehen auch. Und so haben alle irgendwie die Möglichkeit, gemeinsam ihren Platz im Ganzen zu finden. Ich bin seit 6 Jahren an der Willi Fehrmann Gesamtschule und bin echt froh, dass ich mich für diese Schule entschieden habe.